Und wie jedes Jahr nach der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz habe ich heute Papst Benedikt zum Gespräch aufgesucht, um ihn über die wichtigsten Themen zu informieren. Dabei habe ich den Heiligen Vater über die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen pädagogisch übergriffigen Handlungen und Fälle von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen in der katholischen Kirche in Deutschland informiert. Mit wachem Interesse und großer Betroffenheit, tiefer Erschütterung hat der Heilige Vater meinen Bericht zur Kenntnis genommen und wir sind sehr gut darüber ins Gespräch gekommen. Mir war es wichtig, deutlich zu machen, dass die deutschen Bischöfe zutiefst bestürzt sind über das, was im kirchlichen Raum an Übergriffen möglich war. Bereits vor einigen Wochen habe ich die Opfer um Entschuldigung gebeten, was ich heute hier noch einmal in Rom wiederholen möchte. Den Heiligen Vater habe ich über unsere Maßnahmen informiert. Ich bin dankbar, dass er mich ermutigt hat, die Umsetzung dieses Maßnahmenkatalogs unbeirrt und mutig fortzusetzen. Wir wollen die Wahrheit aufdecken und eine ehrliche Aufklärung frei von falscher Rücksichtnahme, auch wenn uns Vorfälle gemeldet werden, die schon lange zurückziehen, vornehmen. Die Opfer haben ein Recht darauf. Ich bin dankbar, dass die Bundesfamilienministerin und die Bundesbildungsministerin zu einem großen runden Tisch aller gesellschaftlich relevanten Gruppen für den 23. April 2010 nach Berlin eingeladen haben, um das Problem sexuellen Missbrauchs und nicht zuletzt auch im Blick auf die möglichen Präventivmaßnahmen diese Fragen anzugehen. In einem vierten Punkt unserer Maßnahmen geht es über die Verantwortung, die wir wahrnehmen. Dazu haben wir deutschen Bischöfe, den Bischof von Trier, Bischof Dr. Stefan Ackermann, als besonderen Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für alle Fragen im Zusammenhang des sexuellen Missbrauchs berufen und der Heilige Vater hat diese Entscheidung ebenfalls sehr begrüßt. Lassen Sie mich noch einmal deutlich unterstreichen. Wir stellen uns unserer Verantwortung und können keinen der geschehenen Fälle entschuldigen. Wohl aber erfahren wir in Deutschland derzeit von einer Vielfalt von pädagogisch übergrifflichen Handlungen und von Missbrauchen aus der Vergangenheit weit über den Raum der katholischen Kirche hinaus. Wir fordern Geistliche, aber auch Angestellte unserer Kirche, ja selbst solche, die ehrenamtlich tätig sind, zu einer Selbstanzeige auf, wenn Anhaltspunkte für eine solche Tat vorliegen. Wir informieren von uns aus die Strafverfolgungsbehörden. Darauf wird nur unter außerordentlichen Umständen verzichtet, etwa wenn es dem ausdrücklichen Wunsch des Opfers entspricht und zu seinem Schutz dient. Papst Benedikt hat ausdrücklich unsere Maßnahmen gewürdigt. Aus dem heutigen Gespräch gehe ich gestärkt hervor und bin zuversichtlich, dass wir auf dem Weg vorankommen, die Wunden der Vergangenheit zu heilen und möglichst neue Wunden zu vermeiden.